Hallo und herzlich willkommen an die Löwen. Mein Name ist Julia Aurelia und in diesem Video schauen wir uns an, wie sich dein Mai entwickeln wird. Ich mache das Ganze mit dem Seelenreisetarot, was ich dir wie immer auch unter dem Video verlinke, genauso wie all die anderen Orakelkartensets, die ich heute nutze. Und in diesem Sinne, lass uns mal deine Energie in die Karten geben. Okay. Ich hätte gerne einmal die Energie für die Löwen im Mai. Die Löwen im Mai. Was sind die Energien für die Löwen im Mai? Definitiv das Thema Veränderung. Veränderung, Wandel, ein Wendepunkt. Was sind die Energien für die Löwen? Die Löwen bitte im Mai. Ich ziehe die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und was du aktuell noch nicht kommen siehst. Und da geht das los. Also, Bube der Stäbe, 9 der Münzen und der König der Münzen in der Vergangenheit. Der Bube der Schwerter, der... Da, siehst du? Was habe ich gerade schon gesagt? Wandel, Wendepunkt. Oh, Bube der Schwerter, der Tod, der Teufel. Und die 7 der Schwerter, König der Stäbe und... Die 7 der Münzen und am unteren Kartenrand haben wir dann nochmal die 4 der Münzen und das ist das, was du gerade noch nicht kommen siehst. Okay, okay, lass uns mal starten und das alles so ein bisschen ausklamüsern hier. So, in der Vergangenheit sehen wir grundsätzlich ein Angebot hier mit dem Buben der Stäbe. Irgendwas hast du Neues gestartet oder es kam eine Nachricht rein, die sehr positiv und optimistisch war, die sich sehr aufgeregt gemacht hat. Also entweder eine Nachricht, die was zu tun hat, auch mit der Familie, dem Beruf oder deinen Finanzen. Irgendwas, was sich hier sehr positiv und erfolgreich gestaltet hat. Das könnte auch ein Angebot sein, ein Angebot, ein finanzielles Angebot oder ein berufliches Angebot hier in der Vergangenheit, was eine große Rolle gespielt hat, was dir auf gewisse Art und Weise geholfen hat, so ein bisschen mehr Stabilität, Sicherheit oder vielleicht sogar Unabhängigkeit zu leben oder dich finanziell unabhängig zu machen. Das ist das, was wir hier, wie gesagt, haben. Der Bube der Stäbe, abgesehen davon, könnte auch sein, dass du selber einen Neuanfang initiierst. Einen Neuanfang, der aber auch hier wieder sich extrem auf die materielle Welt bezieht. Dieser Neuanfang könnte auch was mit dem Thema Familie und Zuhause zu tun haben. Absolut. Also vielleicht gab es hier einen Neuanfang, den du eben in dem Bereich manifestiert hast. Ich sehe... Nicht zwingend den Umzug. Wenn es was im Zuhause war, sehe ich eher, dass hier vielleicht ein neuer Impuls reinkam. Du hast dein Zuhause verschönert, ausgebaut, hast deine finanziellen Mittel genutzt, um es dir schön zu machen oder um das Leben, sage ich mal, ein bisschen zu genießen. Das haben wir hier ebenfalls 2 Karten, die sagen, du genießt dein Leben. So, und wie gesagt, das haben wir ebenfalls hier. Also vielleicht irgendwas, was du in Gang gesetzt hast, was dir geholfen hat, sage ich mal, dein Leben in der Fülle zu genießen. Was ich ebenfalls wahrnehme, und ich habe tatsächlich das Gefühl, ich muss mal schauen, also Gefühle, sage ich mal, kommen hier nochmal. Das heißt, das ist in der Zukunft, haben wir die einzige Kelchkarte. Ansonsten habe ich das Gefühl, das ist für die Löwen aktuell sehr stark um das Thema Stabilität, Sicherheit, Unabhängigkeit geht. Ob finanziell oder vielleicht auch übertragen gesehen, sich unabhängig machen von einer bestimmten Person. Aber auf irgendeine Art und Weise habe ich das Gefühl, dass es für dich in der Vergangenheit etwas gab, was dir geholfen hat, mehr in deine Stabilität und Sicherheit zu kommen. Das könnte auch was Inneres sein. Irgendwas vielleicht, was du belegt hast, ein Kurs, den du belegt hast. Oder... Ein Kurs, eine Weiterbildung, irgendwas, was dich brennend interessiert hat, vielleicht auch ein Hobby, ein kreatives Hobby, ein kreatives Projekt, was dir hier in der Vergangenheit definitiv Stabilität und Sicherheit gegeben hat. Also auch wenn sich hier vielleicht gleich Aspekte zeigen, die durchaus auch in den Beziehungsbereich fallen, was wir im Hier und Jetzt wissen müssen, ist, dass du vor kurzem etwas hattest in deinem Leben, was dich unabhängig gemacht hat, stabiler, sicherer gemacht hat. Wir sehen hier ein großes Verantwortungsbewusstsein, vielleicht auch, was du, sag ich mal, in eine Situation gebracht hast. Vielleicht hast du jetzt auch selber gesagt, okay, ich muss mich jetzt ein bisschen mehr um meine Stabilität und Sicherheit kümmern. Zum einen im Inneren, aber das Innere manifestiert sich dann natürlich auch wieder im Außen.
Und so kann es sein, dass sowohl im Innen als auch außen du wirklich angefangen hast, Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen und gesagt, okay, alles klar, ich schaue jetzt tiefer in eine Angelegenheit rein, ich bilde mich vielleicht nochmal auf gewisse Art und Weise weiter und fange diese neue Sache an, die mir einfach jetzt langfristig gesehen Stabilität und Sicherheit geben wird, im Innen und im Außen. Was wir jetzt haben ist, wow, ich würde sagen, eine Nachricht, die alles verändert. Im wahrsten Sinne des Wortes, der Bube der Schwerter ist eine Information, die auf dich zukommt. Diese Information, die im Mai auf dich zukommt, ich habe das Gefühl, das ist der Stein, der die Lawine ins Rollen bringt. Diese Information kann zu dir kommen, weil entweder eine Nachricht oder ein Anruf reinkommt oder eine Nachricht auch vielleicht über die sozialen Medien. Oder weil jemand mit dir redet und in der Kommunikation könntest du eine wichtige Information bekommen. Alternativ dazu kann es sein, dass du jetzt im Mai selber recherchierst. Ne? Also im Prinzip sowohl in der Vergangenheit als auch hier habe ich sehr stark die Energie von, okay, du bist auf der Suche, du bist irgendwie auf der Suche nach Wissen, nach Antworten. Und jetzt gerade mit dem Buben der Schwerter habe ich das Gefühl, dass diese Information, die du brauchst oder dieses Wissen jetzt zu dir kommt. Vielleicht, weil du selber recherchierst, selber ein Studium anfängst, sage ich mal, oder Bücher liest oder im Internet recherchierst und nachschaust. Und ich habe das Gefühl, dass diese Information, die du im Mai bekommst, extrem wichtig sein wird für eine Transformation. Und das in dieser Kombination ist extrem intensiv, aber auch krass und echt wichtig und sehr, sehr schön. Denn der Teufel sind im Prinzip, hier ist das Ende einer Versuchung, hier ist das Ende einer Abhängigkeit. Letzten Endes das, was du in der Vergangenheit angefangen hast aufzubauen, das, woran du in der Vergangenheit angefangen hast, daran zu arbeiten, dieses Thema Unabhängigkeit, am Selbstwert arbeiten, vielleicht in Kombination auch mit finanziellen Aspekten, die da eine Rolle spielen. Das sehen wir im Hier und Jetzt, sprich im Mai, wird gefühlt sich verändern. Also diese Information, dieses Wissen, was da auf dich zukommt, das verändert hier etwas. Das transformiert eine Situation. Und am einfachsten kann man es lesen mit ein Ende, ein Loslassen von Abhängigkeiten, ein Loslassen von etwas, was ungesund geworden ist, was toxisch ist. Es könnte eine toxische Beziehung sein. Oder irgendwas, wo du vielleicht selber noch festhältst, was auf gewisse Art und Weise zweimal hier liegt, weil wenn wir uns mal diese Karte hier anschauen, was siehst du nicht kommen? Ein Aspekt dieser Karte ist das Festhalten. Und in dieser Kombination habe ich das Gefühl, dass es irgendwas gibt, wo vielleicht du oder du an einer Sache oder einer Person oder vielleicht eine andere Person an dir festhält. Und ja, das aber gefühlt auf nicht gesunde Art und Weise, weil einmal diese Karte eben symbolisiert oder diese Bedeutung durchkommt durch den Teufel, dieses Festhalten, das Klammern. Wo ich das Gefühl habe, vielleicht siehst du gerade nicht so ganz kommen, dass es schwer fällt, etwas loszulassen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Information hier extrem wichtig sein wird für dieses Loslassen, für die Transformation. Und letzten Endes ist der Tod diese Übergangsphase. Das heißt, gleichzeitig bist du im Mai auch in einer Übergangsphase. Ich nehme das aber wahr, eine Übergangsphase, wo du gewisse Dinge loslässt, die einfach nicht so gesund sind. Was in der Essenz bedeutet, hey, diese Information bringt dich dazu, etwas loszulassen, was nicht gesund ist in dir. Eine Sucht, ein Verhalten im Sinne von, wenn du, sag ich mal, vielleicht willst du dich besser ernähren, ne? Vielleicht willst du dich besser ernähren oder du bist jetzt sehr aufmerksam, welche Energien du in dein Leben lässt. Vielleicht gab es irgendwas, wo du ein bisschen exzessiv warst, wo du, sag ich mal, ein bisschen zu viel getrunken hast, ein bisschen zu viel, was auch immer das war. Irgendwas hast du gefühlt hier ein bisschen zu viel gemacht oder ist ins nicht gesund abgerutscht. Und da nehme ich jetzt ebenfalls wahr, ja, es gibt einmal diese eine Sache gefühlt in deinem Leben, wo du vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten hast, etwas oder jemanden loszulassen. Auf der anderen Seite, und das ist was ganz, ganz Schönes hier, was du aktuell noch nicht sehen kannst, ist, dass du ein stabiles Fundament haben wirst. Und dieses stabile Fundament, diese Karte ist immer eine Karte von Sicherheit. Finanziell, ja, aber auch eine Sicherheit, die du in dir selber spürst.
Und durch diese Karte, ich habe immer das Gefühl, dass diese Karte oft so ein bisschen unterbewertet wird, weil man sagt, so, ja, okay, Stabilität, Sicherheit, ein Festhalten am Materiellen. Aber was diese Karte macht, ist, sie gibt uns ein Gefühl der Sicherheit, wo wir wissen, die Basis ist abgedeckt, ich fühle mich stabil und sicher in mir selbst oder ich fühle mich stabil und sicher in meinem Leben, weil ich einfach die gewisse Basis an Finanzen habe. Hier ist quasi für dich gesorgt mit dieser Karte. Und dadurch bedeutet diese Karte gleichzeitig übertragen, dass du eine gewisse Ruhe spüren wirst. Also du wirst dich entspannen. Und das ist etwas, was du aktuell gerade nicht sehen kannst. Nun, warum ist das so wichtig? Das wird so wichtig sein, weil dir diese Entspannung, dieses stabile Fundament, was du hast, finanziell oder in dir oder in deinem Umfeld, vielleicht auch durch die Menschen, die, sage ich mal, in deinem Umfeld sind, das wird dir helfen, das hier loszulassen. Ob das eine Angewohnheit von dir ist, die negativ ist, oder ob das eben eine bestimmte Personensituation ist. Gehen wir mal in die Zukunft. Ich habe das Gefühl, was die Karten hier einmal sagen, ist, du musst ehrlich mit dir selber sein. Es gibt hier gefühlt eine Situation, wo ich aber auch das Gefühl habe, dass du, es ist nicht so, dass du nicht ehrlich mit dir selbst bist im Sinne von, du bist jetzt absichtlich nicht ehrlich mit dir, sondern ich habe das Gefühl, es gibt etwas, was du nicht sehen kannst. Und das kann sich beziehen auf eine bestimmte andere Person, die du vielleicht sehr attraktiv findest, die wo eine sehr magnetische Energie ist, sag ich mal. Jemand, der attraktiv, charismatisch, charmant ist. Es kann sich beziehen auf einen Trainer, einen Chef, einen Coach. Oder es bezieht sich auf deine Ziele, weil der König der Stäbe ist immer auch diese Energie von, okay, welche Ziele habe ich jetzt? In welche Richtung soll es jetzt gehen hier? Und ich habe das Gefühl, es gibt irgendwas, wo du unklar bist und wo du dir selber nicht im Klaren darüber bist, was du fühlst, was du willst oder in welche Richtung diese Situation jetzt weitergehen soll. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, du kannst quasi hier, wenn wir uns einmal in die Zukunft bewegen, was ich sage mal so vielleicht Ende, vielleicht ist diese Energie also Ende Mai, Anfang Juni. Ich habe das Gefühl, du kannst aktuell gerade nicht ehrlich mit dir sein, weil du gerade selber nicht genau weißt, was du fühlst. Sprich, das Dilemma hier an der Situation ist so ein bisschen, dass ich das Gefühl habe, es wäre gut, wenn du ein bisschen Zeit mit dir alleine verbringst, um einmal in Verbindung mit dir selber zu kommen und zu schauen, hey, was will ich eigentlich? Was macht mich glücklich? Erstmal quasi das aufdecken, damit du erstmal die Antworten für dich selber finden kannst. Weil ich das Gefühl habe, dass es hier irgendwas in deinem Leben gibt, wo du sagst, eigentlich bin ich damit nicht mehr richtig glücklich. Ich weiß eigentlich nicht, ob ich noch in diese Richtung gehen sollte oder ob diese Sache noch das ist, was ich gerne machen möchte. Der König der Stäbe kann sein, dass aufgrund von diesen Karten hier, diese Unsicherheit, die hier ist, die Unsicherheit, dass hier vielleicht ein Berater liegt. Es kann also sein, dass in der nahen Zukunft du vielleicht jemanden aufsuchst oder es einfach jemanden in deinem Leben gibt, der dich unterstützen kann mit weisem Rat. Vielleicht jemand, der schon durch gewisse Erfahrungen selber auch gegangen ist und daher weiß, hey, Löwe, was ich dir empfehlen kann hier in dieser Situation, mach doch mal XYZ oder dies und jenes. Und so kann es ebenfalls wichtig sein, dass du jetzt hier für die Zukunft eine Strategie entwickelst. Okay, was ist das, was du jetzt tun kannst, um eine Situation für dich positiv zu gestalten. Und da geht es niemals, niemals, wenn, also auf meinem Kanal geht es niemals darum, anderen Leuten zu schaden. Do no harm. Ganz, ganz großes Gesetz. Ich weiß, einige von euch, die das Tarot kennen, werden jetzt mit den Sieben der Schwertern sagen, ja, aber die Sieben der Schwerter ist ja auch eine Karte, wo jemand stiehlt und so. Ja, das kann durchaus auch sein. Und vielleicht hast du es hier auch mit Unehrlichkeit einer anderen Person zu tun und du selber bist nicht so ganz, ja, klar darüber, was du fühlst oder was du wahrnimmst. Auch das kann sein, ne? Diese Unehrlichkeit, die vielleicht eine andere Person dir gegenüberbringt, wo es auch definitiv darum geht, ein bisschen vorsichtig zu sein. Aber bezogen auf deine Ziele und deine Pläne, die du jetzt grundsätzlich hast, wo ich auch da das Gefühl habe, du bist so ein bisschen unklar, was ganz, ganz oder was da hilfreich sein kann, ist vielleicht zu schauen, okay, wo stehe ich jetzt? Wo will ich hin? Wie, auch wenn du vielleicht gerade keine perfekte Ausgangssituation hast, was kannst du tun, sage ich mal, um hier vielleicht dein Ziel doch zu erreichen? Und eben eine Strategie machen, wo es darum geht, schlau zu sein, clever zu sein, klug zu sein, um hier deine Ziele zu erreichen und vor allem dein Glück zu erreichen. Und es kann für den einen oder anderen auch sein, dass sich hier ein paar Türen öffnen für dich in der nahen Zukunft. Aber, und das möchte ich als letztes jetzt einmal hier noch sagen,
Sei ein bisschen vorsichtig, gerade mit dieser Energie hier. Höre bitte auf deine Intuition. Das wird ganz, ganz wichtig sein, wenn sich mehrere Möglichkeiten und Türen öffnen. Habe ich das Gefühl, dass es da definitiv auch eine Person oder ein Angebot gibt, was nicht so optimal ist, wo du dich vielleicht drin täuschst oder wo jemand dich versucht zu täuschen auf gewisse Art und Weise. Deswegen hier, auch wenn wir sie gerade nicht hier liegen haben, aber die Hohepriesterin würde im Prinzip sagen, höre auf deine Intuition. Denn meine Intuition sagt mir mit dieser Energie, dass es hier quasi noch eine kleine Herausforderung geben wird, aufgrund dessen, dass hier irgendwas nicht so zu sein scheint, wie es ist. Irgendwas ist anders, als es zu sein scheint. Und das könnte sich beziehen auf deine kreativen Projekte, auf berufliche Projekte oder auf eine andere Person. Also sei da ein bisschen vorsichtig. Ich möchte tatsächlich, du hast vielleicht die anderen Legungen bereits gesehen. Was ich jetzt einmal machen möchte, ist mir deine größte Herausforderung im Monat anschauen. Und die sehe ich definitiv hier mit im Prinzip die Energien, die wir hier haben. Also für die Löwen haben wir so eh schon leicht herausfordernde Energien. Und ich möchte jetzt schauen, was hält dich denn zurück? Ich möchte einmal schauen, was dich motiviert, was unterstützt dich und was ist der Tipp für dich hier, um bestmöglich durchzunavigieren und wie entwickelt sich die Situation dann weiter? Zusätzlich ziehe ich auch noch ein paar Orakelkarten, das Ganze jetzt wie immer in deiner Erweiterung. Also folge mir gerne auf Vimeo oder Patreon. Die Links findest du unter diesem Video in der Infobox. Link 1 zu Vimeo, Link 2 zu Patreon und dann freue ich mich, dich auf einen der beiden Plattformen gleich wiederzusehen. Ich starte jetzt mit deiner Erweiterung. Also, bis gleich. Mua.